Und damit herzlich willkommen hier zum ja, nächsten Spieltag Rot-Weiß Erfurt, dann in ja, Braunschweig bei der Eintracht. Jetzt müssen wir sagen, kämpft um jeden Zentimeter des Platzes. Kämpft drum. Ich will heute einen Sieg! So, Leute, es gibt Pflege und Spielreiz. Angriff und erste Möglichkeit für die Heimmannschaft. Aber Xander hat aufgepasst und stellt sie ins Abseits. Schön. Hat es gleich mal gefestigt. So. Nächste Möglichkeit hier für Thüringer Fran. Jetzt kann Schuss versuchen. Becker meint, das Reisen dann erfolgreich ablocken. Schade. Das tut jetzt aber auch ordentlich weh. Nächste Möglichkeit für die Thüringer hier in Braunschweig. Riesige Möglichkeit. Ecke von rechts. Xander tritt sie. Parker hat eigentlich eine freie Schussbahn, arbeitet dann noch den Händen gegen. Ja. Parker, Mensch! Nächste Möglichkeit für uns. Wieder Parker. Kriegt viel zu viele Haken und naja. Langsam geht mir Twente ein bisschen auf den Senkel. So, weiter. Komm. 20 Minuten jetzt gespielt. Möglichkeit jetzt mal für Braunschweig nach Ecke Franjic. Da kommt. Arschlangen lässt und abschießt. Genau in die Ecke rein. Also mir lässt Preisinger aussteigen, der Körpertäuschung, bin ich super, reagiert zu spät. Und 1-0 Eintracht Braunschweig. Und jetzt ziehen sie auch zurück. Na, Dankeschön. Gelbe Karte Diaz. Aber die fahren das richtig gut hier. So, komm. Ist, ja, sehr verflacht das Spiel. Ach, Leute, aufwärmen lassen. Komm. Geht nochmal vor. Gelbe Karte jetzt los. Okay, wir werden jetzt auf jeden Fall auch mal kritisieren in der Halbzeit. Auf jeden Fall. Weil das geht so nicht. Das ist eine Sache, wo ich sage, Leute, das geht gar nicht. Halbzeitansprache. Ich weiß, dass ihr es besser könnt. So. Kritisieren. Parker, was du jetzt anstellst, ist mir auch jetzt mittlerweile zu viel des Guten. Motivieren, motivieren. So. Weiter. Alle Spieler aufwärmen lassen. Voller Angriff läuft noch. Aber erstmal Möglichkeit Braunschweig. Zuck durch Bolens. Könnte ich so warten. Wenigstens einer, der aufpasst. Freistoß Kevin Möwald. Legt den Ball an. Wieder Möglichkeit für uns. Jetzt kommt, Leute. Vielleicht hat die Kritik ist immer angekommen hier. Beckham 1-1. Ich lese es schon. Beckham einlegt das Leder. Halb rechts auf Höhe von Möwald, der Klübitz aussteigen lässt und den Ball durch die Hosenträger zum 1-1 ins Ball 1 Tor einschiebt. Jawohl. Geht doch. 1-1, kommt Leute. Ich will da ein wenig mehr sehen. Gelbe Karte jetzt für Hitzinger, okay. Möglichkeit wieder für uns. Ah, in die nächste Etage getroschen.
bezahlt das Vertrauen, was wir gegeben haben, nicht zurück aktuell. Ich kann niemanden auswechseln, der eine 5 hat. Eine 4 hat, wenn ich immer nur noch 5 drin habe. Das wird nicht. Tim kommt jetzt rein ins Spiel. Unsere Stürmer treffen halt nicht richtig. Das ist unser Problem. Möglichkeit jetzt Braunschweig. Aufs Tor köpft, okay, aber Lukas Königshofer ist im bedrohten Eck. Mary fehlt übrigens im nächsten Spiel. Gute Möglichkeit jetzt, Riesenmöglichkeit. Limbombe. Geht steil, gut. Geht rechts am Tor vorbei. Ja, schade. Nächste Möglichkeit. Sander mit der Ecke. Also ach, wir jetzt zum 1-2 entschieden. Super. Dissing macht einen Fehler, verlässt sich auf der Ecke. Auf die Vorderleute. Reisinger nutzt die Konfusion und kämpft aus Ach wieder zum 1-2 ein. Sauber. So. Jetzt kommt Jao für einen Bomber. Ein bisschen weiterlaufen lassen. So, aufstellen. Ich möchte heute wieder ihn hier sehen. Für ihn und er kann doch auch links spielen, wenn mich alles täuscht. Zurückgängig. Jo, kann er wunderbar spielen. Wunderbar. So, wir gehen in die Taktik rein, damit auch jeder seinen passenden Gegenspieler hat. Du gehst auf Zug und jemals auf Hochschalt. Sollte klappen, dass die Defensive das jemals auch wieder Einsatzzeit bekommt. Ach ja, Leute. Macht Eier. Macht Eier. So. Oh, auf die Magen bekommt Zimmermann. Bleibt kurz liegen, aber dann geht's weiter. Sie wechseln aus, das heißt, wir brauchen halt Mary Lassmann, weil er ist schon verwarnt. Der lieber Preisinger. Er bekommt natürlich jetzt die Möglichkeit. Marx geht, das wissen wir, als Kapitän. Um die letzten Spieltage, es gibt nicht mehr so viel zu machen, wird jetzt natürlich Preisinger größtenteils spielen. Der Rico. Die wechseln jetzt wieder in der Defensive aus, sprich, sie wollen das Ergebnis stabilisieren. Okay. Möglichkeit für uns. Mini-Möglichkeit nach der Ecke von Xander. Ein schwer zu nehmender Ball für Beckermann. Auf Umwegen kommt er schließlich zu ihm. Er ist zu überrascht. Der Ball geht etwa 2 Meter am Kasten vorbei. Nächste Möglichkeit für die Thüringer. Können wir auf 3-1 erhöhen. Preisinger liegt im Strafraum verköpft auf Tim vor, der nicht lange Fackel, aber am Raphael. Gütewitz scheitert, beziehungsweise am Kasten vorbeischießt. Mal wieder. Ja. Was sagt jetzt Fabian Klos? Wollen wir uns für ihn lieber einen anderen Stürmer holen? Festhalten. Ich weiß, es gibt Gelb, aber wir führen nur 1-2 und nicht 3-1. Ich will keinen Ausgleich bekommen wegen sowas. Nochmal Möglichkeit für uns. Gute Möglichkeit. Kommt, Leute. Ecke wieder von links. Xander tritt wieder. Parker will den Ball am Kosten verlängern. Aber Dogan ist im Moment eher am Ball und kann die Ecke klären. Schade. 2 Minuten Nachspielzeit. Und nochmal Möglichkeit für uns. Machen wir jetzt Lucky Punch mit Treffer.
Doppelpass von Tim und Möwald. Tim ist durch. Halblinks sind er auf Mary mit. Er legt auf diesen zurück. Der nimmt den freistehenden Maß und platziert in die rechte untere Ecke. Klasse. Schön. Maka Mary, der Innenverteidiger. Was tut der davon versucht, weiß ich nicht. Aber egal, wir gewinnen 3-1. Durchatmen. Dafür muss Mary jetzt aber auch pausieren. Tim hat bester Spieler, okay. Ja, warum? Ja, ja. Ich habe Möwald ein Stück stärker gesehen, aber okay. Ja, hier sagen sie auch, hier, bester Spieler. Spielt's Kevin Möwald. Sag ich doch, habe ich auch so gesehen. Ah, wir überholen Fürth wieder. Okay, die Ergebnisse. Sandhausen gegen Augsburg 3-3. Braunschweig gegen Erfurt 1-3. 1860 gegen Dynamo Dresden 1-0. St. Pauli besiegt Bochum 1-0. Aalen gegen Kräuter Fürth 1-0. Hannover gegen Leipzig 1-1. Ingolstadt gegen Karlsruhe dasselbige 1-1. Düsseldorf gegen Aue 0-1. Und Union Berlin gegen Bielefeld 1-3. Übrigens genauso wie bei uns, auch hier Union zur Halbzeit noch in Führung gewesen. 43 Punkte. Okay. Ja. Die Unentschieden hier tun alle weh. Sonst wären wir wirklich noch hier oben dran gewesen. Aber wie er es so schön hätte Fahrradkette. Der Trainer von Eintracht Braunschweig. Wir haben aufgrund der zweiten Halbzeit verdient verloren. Aber ich kann mich über diese Niederlage überhaupt nicht ärgern. Auch heute hat meine Mannschaft wieder gezeigt, dass sie sich wehrt. Wir sagen, wir haben das Spiel eigentlich gut begonnen, aber dann aus einem heiteren Himmel das Gegentor hinnehmen müssen. Trotzdem haben wir uns aufgerabbelt und gut weitergespielt. Der Schlüssel zum Erfolg war, dass alle Spieler ihre individuelle Klasse für die Mannschaft eingebracht haben. Durchatmen. Durchatmen. Haben wir einen Trainer bei uns? Nein, leider nicht. Schade. Bester Spieler? Ja. Seit Evan 70 Jahre. Dasselbe wie was wir auch haben. Also. Das ist immer schwierig hier. Weil Klos. Er trifft mir zu wenig. Bin ich ganz ehrlich, wir können ja mal kurz in die dritte Liga gucken, wer da alles abschießt. Oh, Scheidenhauer schießt sie alles ab. War auch nur 65. Aber 26 Tore ist schon krass. Markus Ziereis mit 20 Toren dahinter. Wir können ja mal in andere, nach Österreich mal gucken zum Beispiel. Ein Tiber mit 16 Toren. Hat aber nur 2 Sterne, also da erwarte ich mir keine weitere große Entwicklung. Dass er dann, aber der verdient jetzt schon wieder zu viel. Aber ist auch schon brutal stark. 76, das ist eine gute Stärke, Leute. So. Ich will mal eher in doch etwas schwächere Ligen gucken. Ob hier vielleicht ein Juwel mit rumläuft. Ein bezahlbares Juwel. So, Bulgarien. Weil in der ersten Liga brauchen wir uns keinen Torschützenkönig anzugucken. Die werden von ganz anderen Mannschaften gejagt. Trainings trainiert ungern, das ist schon wieder raus bei mir. Das ist. Ja, nee. So 73, aber verdient mir zu viel. Ist schnell zufrieden. Auch eine Eigenschaft, wo ich sage, nee. Nee. England, Frankreich. Ja, brauchen wir auch nicht wirklich gucken. Deutschland haben wir geguckt. Italien brauchen wir auch nicht gucken. Niederlande vielleicht. Der eine oder andere. Oh, der hat einen Heldenstatus hier. Plus. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber schwach. Na ja, gut, aber trotzdem. An sich nicht verkehrter Spieler, aber er verdient mal wieder zu viel. Das kennen wir schon. Die Gehälter hier sind mir zu hoch. Ohne das Böse zu meinen, aber die Gehälter sind mir zu hoch.
Ich weiß, ich will aufsteigen, da muss ich vielleicht mal ein bisschen mehr in die Tasche greifen. Das ist mir durchaus bewusst, aber ich will es nicht übertreiben. Von ihm wissen wir gar nichts. 24, aber wenn ich mir die Werte so angucke, ja. So. Schweiz können wir vielleicht nochmal gucken. Basel ist vielleicht nicht unbedingt der erste Ansprechpartner bei uns. Albert Bunyaku! Hey! Das wäre natürlich auch eine Story of the Life, wenn wir Albert zurückholen würden. Aber nee, er ist mir zu alt. Kajafia, er verdient schon ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Bei Zürich. Würde aber gut zu uns passen, finde ich. Würde super zu uns passen. Es ärgert mich halt, dass das mit Sean Parker nicht geklappt hat. Aufgrund eines Bugs vor allem. Die Art und Weise, wie es geplatzt ist. Das finde ich sehr unglücklich. Wir gucken in. Halt, ja, Brasilien doch, könnten wir auch mal gucken. 26 Tore ist auch gut. Na, 80! Das ist brachial. Das ist brachial. Aber warum verdienen die hier schon so viel? Das ist, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann in Brasilien. Die Liga ist jetzt alles andere als, ja, hoch im Kurs. Ja, es gibt einige Talente, die daherkommen. Aber dass ich jetzt sagen würde, hier, so viel Geld, das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Ja, wie hier. Super Spieler, kein Thema, aber übertrieben. Gut, wir zahlen auch recht wenig, wenn wir uns mal im Vergleich sehen, was andere, selbst Zweitligamannschaften schon zahlen. Japan vielleicht nochmal nachschauen, dass da irgendwas läuft. Ich weiß, es geht schon eine ganze Weile hier. Selbst die. Wer ist das? Warum kann ich die japanischen Spieler nicht. Was? Shimatsu Espulsu. Okay. Shimatsu Espulsu. Shimatsu Espulsu. Ich versuche es mir gerade mal zu merken. Shimatsu Espulsu. Shimatsu Espulsu. So. Ich möchte mal gucken, ob man den vielleicht scouten kann. Er verdient eine ganze Menge, ich weiß. Aber er hat auch eine 80. Er hat eine 80. Autosave? Ja, ich weiß. Ich weiß, auch wir haben schon überzogen. Aber wir überziehen diesmal wieder. Aber wisst ihr was, es ist nicht sowas wie von egal. So. Macht doch gut. Klaus Auflaufformel, okay. Das kann da. So. So Leute, und da bin ich wieder. Da war das Spiel mal wieder weg. Ach ja, ich glaube, ich muss dazu nichts nochmal sagen. Jetzt frage ich mich gerade, was habe ich jetzt in der Stelle schon gemacht? Das ist die Frage. Ach ja, genau. Einiges davor, ich kann natürlich jetzt wieder so schneiden, dass das Video diesmal keine halbe Stunde geht. Aber ganz ehrlich, es geht mir so auf den Senkel. So. Und nach Hause. Auch hier wieder, wie gesagt, wenn ihr jemanden haben möchtet aus der Jugend, dann schreibt es mal hin. Abgesehen vom Torhüter hier sind die alle noch zu vergeben. Wenn ihr jemanden möchtet, immer schön in die Kommentare. So. Dit. Und dit. Und dit und düt und Vertragsverhandlung. 100.000, zweite Mannschaft. Versuchen wir in 4 Jahren. So. So. Genau, der Japser, den wollte ich noch scouten. Warum auch immer das Spiel ständig abstürzt, ich kann es euch echt nicht sagen. Ich kenne das auch so extrem.
Boah. Man kann, ich verstehe es ja, wenn man sagt, hey, pass auf, Rechner wird zu schwach. Aber es ist der FM, Leute. Es ist der FM. Spieler scouten. Ihn hier mit. Yep. Die haben ja auch einen richtig starken Innenverteidiger, sehe ich hier gerade. Alter, der verdient ein bisschen arg viel. Für unsere Verhältnisse. Gut. Und das haben wir. Das haben wir. Wir. Da haben wir ja theoretisch schon jemanden, ja. Öffne Taktik, Vergleich. Du gehst auf ihn. Du gehst auf ihn. Zimmermann nimmt dich mit. Preisinger, ey, nimmt ihn mit. Das da. Das dahin, genau. Und ich habe gesagt, ich gebe hier sogar noch ein bisschen Geld drauf, weil. Ein 0 zu 4. Ich sage, das ist doch recht wichtig hier, das Spiel für uns. F9. F9. Eine schöne Taste, sage ich euch. Ach, Leute, 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 Leute. Tim für Fabian. Das lassen wir jetzt mal. Vielleicht ergibt sich seit die Woche noch was. Solange nicht runter auf der 8 geht. Ach so, hier. Bei 250 haben sie gesagt, nein. Ich gehe mal auf 280. Sagen, hier ist das letzte Wort. Wenn nicht, wie gesagt, so wichtig ist er mir nicht, der Spieler. Gescheitert, ja, von mir aus. Unsere A-Jugend gewinnt 6 zu 1 gegen Münster. Das ist gut, das ist gut. Daniel Mittag wieder fit. Auch schön. Wir gehen durch. Angebot gescheitert, von mir aus. So, Klos verletzt an der Hüfte für 2 Wochen. Okay. Macht beides als Gebäck verlängert. Okay. Na, wenigstens noch ein klein bisschen was anderes. Dann kommt Mike mal zum Einsatz. So. Wir gehen immer noch ein Stück weiter. Komm, 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 komm. Put, 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 put. Put, 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 put. So wird es. Oh, Reserve 2-0. Hey. Schön. Schröck lehnt ab. Na, diese 4 Jahre sind ihm wahrscheinlich zu viel. Also müssen wir auf 3 Jahre bleiben. Dann weiß ich aber, woran das liegt. Okay. Ich wollte es einfach mal probieren. Aber hier, wir sehen alles hier im goldenen Bereich. Alles im goldenen Bereich. Also wir sind die Fanschen hinter uns. Und das ist St. Pauli. Also eins machen können sie richtig schön. Zünder. So. Hammer. Nachrichten. Schröck lehnt ab. Gut. Können wir jetzt gleich nochmal rangehen oder müssen wir wieder etwas warten? Ja, wir müssen wieder etwas warten. Okay. Teamnachrichten. Unfaire Gehälter. Verbündete, ist der Fabian Klos dabei? Nein. Freunde? Nein. Gut. Schwierige Kommunikation bei Limbombe. Und er ist, na gut, aber er wird uns auch verlassen. Das ist nicht das Problem.
Teamhierarchie versprechen. Die Mannschaft steht. Von daher können wir auch durchaus hier erstmal rangehen und sagen, hey, du bist im nächsten Spiel von Anfang an dabei und du hast gut trainiert. Kevin Mühlwald hat auch ebenfalls gut trainiert. Und auch ihm können wir sagen, du bist im nächsten Spiel von Anfang an dabei. Dwente Parker. Bis zum nächsten Spiel von Anfang dabei. Und ich will dich im nächsten Spiel Topform sehen, Parker. Ach, damit. Gut. Kendall. Auch du bist von Anfang an dabei. Du hast ihn gut trainiert. Damit freut er sich auf, geht auf Dunkelgrün. Sauber. Bis zum nächsten Spiel dabei. Ich brauche dich im nächsten Mal. Kann man das sagen? Nein, er verliert sogar. Oh, das war nicht so clever. Michael, was kann man dir sagen? Bist du im nächsten Spiel dabei? Jawohl. Hast dich gut verbessert. Yep, kann man auch sagen. Tim hat ein Vertrauen von 13, das haben wir gerade gemacht. Xander. Und du hast auch gut trainiert. So, Zimmermann. Bist auch im nächsten Spiel von Anfang an dabei. Auch du hast gut trainiert. Preisinger. Auch er ein hohes Vertrauen in uns. Muss den anderen Spielen Schneid abkaufen. Mal gucken, was er dazu sagt. Er hat auch ein recht gutes Vertrauen zu uns mittlerweile. Du hast dich stark verbessert, das kann man durchaus sagen. Und Kyle Beckerman. Bist auch von Anfang an dabei. Wir speichern und sehen uns dann in der nächsten Folge dann gegen St. Pauli. Bis dahin, euer Robert am Mikrofon und an der Facecam. Alles Gleiche. Bis dahin. Ciao, ciao.